Ja, Kari, ja, Kari, ja, Kari, ja, Kari. Der Junge und sein bester Freund, kleiner Donner, sind zu allem bereit. Ja, Kari, ja, Kari. Ist dein Freund mal in Gefahr, sind die beiden immer da. Ja, Kari, ja, Kari, ja, Kari. Der Feuerriese. Und als der Puma ankommt, da brüll ich ihn an. Da kriegt er Angst und rennt nur noch weg. Kleiner Dachs will Wirbelwind beeindrucken und erfindet Geschichten. Und trägt wieder zu dick auf. Das könnte böse enden. Hallo Kinder, wir wollen gemeinsam zu Abend essen. Mhm. Und habe ich dir schon erzählt, wie ich mal einen Grizzly gejagt habe? Ich bin morgen früh nicht da, Jakari. Ich bin unterwegs mit meinem Freund Orkan. Schlaf gut, kleiner Donner, und viel Spaß mit Orkan. Sag mal, Wirbelwind, kennst du eigentlich den, den wir Feuerriesen nennen? Mm-mm. Eine Tanne, die einen so dicken Stamm hat, dass es 6 Kinder braucht, ihn Hand in Hand zu umfassen. Die Tanne ist so hoch, dass ihr Wipfel in den Wolken verschwindet. Oh. Und wo steht dieser Feuerriese? Oben auf einem schwarzen Felsen. Eines Tages, es ist schon lange her, schlug ein Blitz in die Tanne ein. Sie hat viele Tage gebrannt, ohne dabei auch nur ein bisschen zu verkohlen, denn ihr Holz war von einer unermesslichen Härte. Ich war damals noch ein Kind, so wie ihr heute. Aber ich erinnere mich an die gewaltige Flammenfackel in dieser schwarzen Nacht, als wäre es gestern gewesen. Das Feuer breitete sich aus und ein Indianerstamm in der Gegend musste in wilder Hast fortziehen. Nie wieder habe ich so seltsame Flammen gesehen. Seit jenen Tagen trauen sich nur die wenigsten in das Innere des Feuerriesen. Denn man sagt, dass er immer noch von Geistern bewohnt wird. Geister? Gute Nacht, stiller Fels! Hier, den Stein habe ich aus dem Feuerriesen geholt, als ich bei den schwarzen Felsen gejagt habe. Oh, hast du dich nicht gefürchtet? Du bist aber mutig. Ich hol mir auch so einen Stein. Du solltest ihm keine Geschichten erzählen, kleiner Dachs. Er ist zu jung, um zu erkennen, was wahr ist. Und er glaubt dir jedes Wort. Ach, ich wollte ihn nur aufziehen. Morgen werde ich ihm die Wahrheit sagen. Kleiner Dachs, wach auf! Wirbelwind ist weggeritten. Ich glaube, er ist los zum Feuerriesen. So einen Stein holen. Ja, ganz schön mutig. Ha? Das ist nicht mutig, das ist gefährlich. Wir müssen ihn einholen. Aua. Bei den Felsen sind Wölfe. Und kleiner Donner ist leider nicht hier. Wölfe? Ja, das klingt aber gar nicht gut. Du reitest ihm auf Blitz hinterher, das kriegst du schon hin. Hey. Du hast ihn mit deiner dummen Lügengeschichte auf die Idee gebracht. Du kommst mit. Das sind die Spuren von Wirbelwinds Pferd. Das bedeutet, er will zum Feuerriesen. Los, hinterher! Was für eine Freude, kleiner Donner. Du bist immer noch so schnell. Genau wie du, Orkan. Und doch ist es anders. Ich schätze, Jakari fehlt mir. Hoffentlich geht es ihm gut. Und kleiner Donner ist unterwegs. Er fehlt mir so. Mit ihm bin ich stärker. Sieh mal! Oh, das ist Roter Mond, das Pferd von Wirbelwind. Wirbelwinds Spuren führen in das Gebüsch. Wir gehen ihm nach. Ich soll absteigen? Hattest du nicht was von Wölfen gesagt? Nanu, soll das etwa heißen, der große Puma- und Grizzly-Jäger traut sich nicht, die Spur eines kleinen Kindes zu verfolgen? Schon wahr, ich habe ein bisschen sehr übertrieben. Ich dachte nicht, dass er mir das mit dem Stein glauben würde. Shh. Wolfsspuren, sie kreuzen die von Wirbelwind, ein Wolf folgt ihm. Geh ruhig zu den Mustangs, wenn du willst. Wenn sie den Wolf wittern, wollen sie sofort weglaufen. Huh? Wirbelwind. Oh, du sollst da rauskommen, Kaninchen. Hallo, grauer Wolf. Meine Sprache sprichst du, aber wer bist du? Ich bin Jakari. Mein Totemtier hat mir die Gabe verliehen, mit allen Tieren zu sprechen.
Bitte, lass meinen Freund in Ruhe. Dein Freund hat hier lauthals herumgeschrien und das Kaninchen verscheucht, auf das ich gelauert habe. Ich verstehe, aber er ist noch sehr jung und vom Jagen hat er keine Ahnung. Genauso wie vom Leisesein. Damit verscheucht er mir jede Beute und der Hunger ist furchtbar. Komm raus, Kaninchen! Grauer Wolf, bitte lass mich meinen Freund weit wegbringen und du hast Ruhe. Gut, einverstanden. Geh nur weit weg mit ihm. Und sag ihm, er soll niemals wieder hierher kommen in das Revier der Wölfe. Wirbelwind? Yakari? Da! Hinter dir war ein Wolf, siehst du? Er wollte dich angreifen und ich hab ihn verscheucht. Sei bitte still, Wirbelwind. Wenn du so weiter schreist, wird er wieder zurückkommen. Hm? Na, kleiner Dachs, ich hab eben einen großen Wolf verscheucht. Hast du nicht. Der Wolf hat dich verschont. Reiten wir heim. Nein. Ich bin genauso mutig wie kleiner Dachs. Ich hole mir einen Stein vom Feuerriesen. Das wäre jetzt der Moment der Wahrheit. Hm? Mhm. Na denn. Ach, sei doch vernünftig, Wirbelwind. Du bist zu jung, um so mutig zu sein wie ich. Nein, bin ich nicht. Wirbelwind, warte. Und das werde ich euch auch beweisen. Ja. Du hättest ihm einfach die Wahrheit sagen können. Wirbelwind ist eben zu dickköpfig. Wenn er da unbedingt hinreiten will, soll er. Reite nur heim, wenn du unbedingt willst. Ich beschütze ihn. Hier allein rumlaufen, wo ein Wolf ist, kommt nicht in Frage. Sorge, Roter Mond. Mit mir zusammen kann dir gar nichts passieren. Ich weiß, du hast vielleicht Angst, so weit zu laufen bis zu diesem Feuerriesen mit seinen, mit diesen Geistern. Der Feuerriese! Hast du das gehört? Das war Wirbelwinds Stimme. Ich gehe da schnell allein hin, Roter Mond. Und dann hole ich mir einen Stein aus dem Feuerriesen und dann komme ich gleich wieder, ja? Ja, der Eingang ist hier. Na komm, nur Mut. Wie kleiner Dachs mache ich das. Das war ein Geist. Das schaffe ich nie. Oh nein. Ich hätte auf Yakari hören sollen. Was gibt's da zu knurren? Ein Menschlein hat unsere Beute verscheucht, weil es so laut schreit. Ja, meiner hat er auch verscheucht. Sein Freund Yakari hat mir versprochen, dass er verschwindet. Aber er ist noch hier. Sowas dürfen wir in unserem Revier nicht dulden. Wir pirschen uns von dort aus gegen die Windrichtung an. So wittern uns ihre Pferde nicht. Ist dir gut? Ich wollte da reingehen, aber ein Geist ist rausgeflogen und hat ganz gruselig laut geheult. Und dann, ich habe wirklich gar keinen Mut. Hat sich dein Geist etwa so angehört? Ja, das hat er. Siehst du, und kleiner Dachs geht jetzt mit dir los und wird dir helfen, einen schönen Stein zu holen. Warte. Wirklich? Das tust du für mich, kleiner Dachs? Du gehst besser mit ihm, Yakari. Ich bewache die Tiere. Na komm. Weißt du, man kann sich fürchten und trotzdem gleichzeitig mutig sein. Du wirst sehen, da sind keine Geister in dem Baumstamm. Oh nein! Höhle, schnell! Ja, aber wenn da jetzt Geister drin sind? Wir müssen uns vor den wütenden Wölfen in Sicherheit bringen. Um die Geister kümmern wir uns dann. Kleiner Donner. Wieso lebst du nicht in Freiheit wie wir? Ich lebe in Freiheit, an der Seite von Yakari. Er ist mein Freund. Das ist großer Adler. Das heißt, mein Freund ist in Gefahr. Yakari, du hast deinen Freund hier nicht weggebracht und mit seinen Schreien verschreckt er weiter unsere Beute. Er wollte sich nur den Feuerriesen ansehen, aber jetzt verschwinden wir. Oh nein, er hat auch den Wapiti verscheucht, den wir jagen. Also muss er ihn ersetzen. Die Geister, sie
starren uns an. Da sind sie. Schnell weg hier. Nein, da draußen warten die Wölfe. Wartet, das sind ja Masken, keine Geister. Als der Stamm vor dem Feuer geflohen ist, muss ihr Schamane hier geblieben sein. Oh nein, die Wölfe kommen immer näher. Was? Müssen wir etwa warten, bis sie rauskommen? Du rettest uns doch bestimmt, kleiner Dachs, wo du doch so mutig bist. Ich hab dich angelogen. Den Stein habe ich im Dorf gefunden. Was? Aber das mit dem Puma, den hast du doch verjagt, oder? Wir werden sie angreifen. Sie können da nicht raus. Bleib hier, Wirbelwind. Damit vertreibst du sie nicht. Die riechen, dass du es bist. Komm zurück, Wirbelwind. Haut ab. Lasst ihn in Ruhe. Verlasst schleunigst unser Revier, oder ich hetze euch unser ganzes Rudel auf den Hals. Danke, dass du uns gerettet hast, mein Freund. Warte, woher wusstest du, wo wir sind? Hey, großer Adler! Danke, großer Adler. Wirbelwind, das war keine gute Idee mit meinen erfundenen Heldengeschichten. Erst recht nicht das mit dem Stein. Ich wollte dich nur aufziehen, das tut mir leid. Ja, aber ich habe jetzt wirklich einen Stein aus dem Feuerriesen. Ja, ich bin eben der Mutigste. Es war sehr mutig von dir, die Wahrheit zu sagen. Warte auf mich, Wirbelwind! Bis bald, Orkan!